Meine Damen, meine Herren, bitte die kurze Verspätung zu entschuldigen. In der Tat, man kann in Nordrhein-Westfalen auch regelmäßig zum Thema Verkehrspolitik sprechen. Joachim Stamp und ich wollen Ihnen einen Zwei-Stufen-Plan zum Thema Sicherheit in Nordrhein-Westfalen vorstellen. Das ist der Tatsache geschuldet, dass dieses Thema nicht nur im Wahlkampf und für die Menschen eine Rolle spielt, sondern dass wir aus dem Debattenverlauf heraus der Auffassung sind, dass es einen neuen und zusätzlichen Impuls benötigt. Gerade auch beim Duell zwischen SPD und CDU, also Frau Kraft und Herrn Laschet, ist nach unserer Auffassung nicht in hinreichender Weise deutlich geworden, wie das Vertrauen in den Rechtsstaat wieder gestärkt wird. Um es ganz ausdrücklich zu sagen, für uns ist auch die CDU kein glaubwürdiger Anhalt für Anwalt für mehr innere Sicherheit in Nordrhein-Westfalen. Die CDU ist für uns deshalb kein sicherer Anwalt für Rechtsstaatlichkeit, weil sie selbst ihr Versagen in der Flüchtlingskrise auf der Bundesebene bisher nicht aufgearbeitet hat. Stattdessen erhalten wir eine Debatte über Leitkultur, nötiger als eine Debatte über eine Leitkultur, wer ein Einwanderungsrecht, um wieder Vertrauen bei den Menschen zu schaffen. Hier in Nordrhein-Westfalen haben wir eine Reihe von Vorschlägen vorgelegt. Insbesondere sind wir nicht zufrieden mit den Vorschlägen der CDU im Bereich einer Regierungskommission. Und wir glauben, wir müssen beim Personal etwas tun. Was im Einzelnen ich damit angedeutet habe, das kann Joachim Stamm jetzt konkretisieren. Ja, auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen. Ich freue mich über Ihr Interesse. Wir brauchen einen Neustart für die innere Sicherheit in Nordrhein-Westfalen, weil eben das Vertrauen in den Rechtsstaat gelitten hat unter der Entwicklung, die wir hier haben bei den Einbruchszahlen, bei der organisierten Kriminalität, seien es die Rockerbanden, seien es ethnisch geprägte Clans, seien es mobile Verbrechertruppen, die sich auf Einbruch spezialisiert haben, aber eben auch was den Aufwuchs der Salafisten-Szene angeht und auch die Tatsache, dass auch der Rechtsextremismus gerade im Großraum Dortmund, aber auch anderswo ja bisher nicht wirklich in den Griff bekommen worden ist. Und wir wollen dieses Vertrauen, was verloren gegangen ist, in den Rechtsstaat wiederherstellen. Und das wird ein Schwerpunkt auch unserer Arbeit hier in der nächsten Legislaturperiode sein. Und wir stellen uns dazu ein zweigestuftes Verfahren vor. Zum einen wollen wir ein Sofortprogramm von vielen Vorschlägen, die bereits auch zum Teil seit Monaten auf dem Tisch liegen, wo wir der Meinung sind, dass wir da jetzt nicht erst eine gesonderte Kommission brauchen, um die auf den Weg zu bringen, sondern sofort mit der Umsetzung beginnen sollten. Darüber hinaus braucht die Sicherheitsarchitektur in Nordrhein-Westfalen aber auch eine grundsätzliche neue Fundierung. Und das würden wir gerne in einer Enquete-Kommission Innere Sicherheit mit Experten erarbeiten, sodass wir auch langfristig auf die wirklich zentralen Herausforderungen, die sich hier in Nordrhein-Westfalen ergeben, dann auch vorbereitet sind. Bei den Sofortmaßnahmen denken wir vor allem an die Anzahl der Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten und natürlich auch deren Ausstattung. Wir wollen insgesamt jährlich in Summe 2600 Neueinstellungen bei der NRW-Polizei durch Erhöhung der Kommissaranwärterzahlen von aktuell 2000 auf 2300. Mehr ist aus unserer Sicht, und das kennen Sie auch von den politischen Mitbewerbern, ist aus unserer Sicht nicht seriös zu fordern. Was wir aber darüber hinaus erreichen wollen, ist die Einstellung von 300 Realschülern, denen wir den Weg in den Polizeidienst eröffnen wollen. Wir wollen dabei nicht die zweigeteilte Laufbahn in Frage stellen, sondern wir wollen die Realschüler an den gehobenen Dienst heranführen und frühzeitig in praktischer Arbeit weiterqualifizieren, in die Fachhochschulreife dann ermöglichen und dann auch die Möglichkeit geben, in der Polizei entsprechend Karriere zu machen. Wir haben also damit auf 5 Jahre gerechnet, 300 mal 5 zusätzliche, die wir haben bei den Kommissaranwärtern und weitere
in der gleichen Anzahl 1500 bei den Realschülern bis 2022, sodass dies dann eine zusätzliches Neueinstellungsvolumen von 3000 hätte. Wir wollen darüber hinaus, dass die von Rot-Grün vorgesehenen eingestellten Verwaltungsassistenten tatsächlich auch vollumfänglich eingestellt werden, dass deren Stellen entfristet werden, was ja momentan nicht vorgesehen ist, und dass also die 350 zudem um 350 weitere verdoppelt werden. Das wären dann insgesamt 700 Polizeiverwaltungsassistenten, die wir dauerhaft einsetzen wollen. Darüber hinaus sind wir der festen Überzeugung, dass es uns gelingen muss, die Polizei soweit auf Kernaufgaben dann zu konzentrieren, dass auch hier insgesamt 800 Polizeibeamte zurückgewonnen werden können, wenn wir sie von anderen Bereichen, beispielsweise Schwertransportbegleitung, Ruhestörung, Halterhaftung etc. entlasten können, wenn wir insgesamt für ein besseres Gesundheitsmanagement in der Polizei sorgen, um auch den Krankenstand zu reduzieren. Da reichen alleine wenige Prozent aus, um auf die von uns hier vorgeschlagenen 800 Polizeibeamten zu kommen. Also es ist hier von uns eher konservativ gerechnet, was hier zu erreichen ist. Darüber hinaus wollen wir in einem ersten Schritt 500 Stellen schaffen für unsere Staatsanwaltschaften und Gerichte, damit wir auch hier zu zügigeren Verfahren kommen können. Sie wissen, dass das ein ganz wesentlicher Punkt ist, um insgesamt auch abschreckend zu wirken und unsere innere Sicherheit hier nach vorne zu bringen. Wir wollen mit diesem ganzen Personal all das, was liegen geblieben ist in der letzten Zeit, wo es überall die Mängel gibt, in Nordrhein-Westfalen beheben, sowohl im ländlichen Raum als auch in den Städten. Wir wollen die öffentlichen Plätze nicht mehr den Kriminellen überlassen. Sie finden hier in vielen Einzelpunkten dann unsere Maßnahmen auch entsprechend noch einmal aufgefächert, was wir da für konkrete Vorstellungen haben. Ein Punkt ist mir an dieser Stelle ganz besonders wichtig aufgrund des aktuellen Anlasses. Sie haben das verfolgt, gestern den Freispruch im Prozess bei dem Fall Niklas Köhler in Bonn, Bad Godesberg. Und deswegen ist eine unserer ganz wesentlichen Forderungen auch, dass wir uns dafür einsetzen wollen, dass es Ombudsstellen in den entsprechenden Bezirken gibt, wo gerade insbesondere Jugendliche, die Angst haben vor Rache, die den Weg zu einer Ombudsstelle suchen können, um dort ihre Erlebnisse schildern zu können, vielleicht nicht sofort zur Anzeige zu kommen, dort aber eine entsprechende Beratung erhalten, wie man da umgehen kann. Wir erleben in diesem rund um diesen Prozess eine sogenannte Schweigespirale, wo man erlebt, dass es so und so viele Jugendliche gibt, von denen man fest davon ausgeht, dass sie wissen, wer der tatsächliche Täter gewesen ist, aber eben nicht bereit sind, eine Aussage zu treffen, weil sie Angst um Leib und Leben haben. Und da wir das auch wissen, dass viele Gewaltdelikte gar nicht zur Anzeige kommen, gerade auch was Erpressung angeht, was das sogenannte Abziehen angeht vor Ort, wollen wir Ombudsstellen schaffen, um gerade in schwierigeren Bezirken die Möglichkeit zu schaffen, einen niedrigschwelligen Zugang für jugendliche Opfer zu schaffen. Wir brauchen langfristig eine neue Architektur der Sicherheit in Nordrhein-Westfalen. Das haben nicht zuletzt die parlamentarischen Untersuchungsausschüsse gezeigt. Und wir wollen, dass das, was dort erarbeitet worden ist, sowohl beim Thema NSU als auch beim Parlamentarischen Untersuchungsausschuss zur Silvesternacht 2015-2016, als auch aktuell das, was wir bei Anis Amri ermitteln, einfließen lassen in eine Enquete-Kommission, damit auch wirklich hier substanziell Dinge erarbeitet werden. Ich nenne Ihnen ein Beispiel nochmal konkret. Wer hätte vorher von uns gedacht, dass die sogenannte Sicherheitskonferenz im Innenministerium, die sich um die ausländerrechtliche Beurteilung der Gefährder kümmert und damit eine ganz sensible Stelle in unserer Sicherheitsarchitektur ist, letztendlich nur ein Treffen in Anführungsstrichen von
einer Reihe Sachbearbeiter ist, die sicherlich sehr kompetent sind, aber wo wir alle davon ausgegangen waren, dass das wesentlich höher aufgehangen ist. Also auch hier die Frage, wie viel juristisches Know-how ist tatsächlich bei uns in der Sicherheitsarchitektur vorhanden an den ganzen neuralgischen Stellen. Das ist etwas, was wir in Ruhe auch mit Experten erörtern wollen, um dann langfristig auch ein Konzept zu haben, was dann dauerhaft trägt. Ja, und vor allen Dingen unter Einbeziehung von Regierung und Opposition. Das muss man unterstreichen. Also wir machen hier den Vorschlag einer Enquete-Kommission. Das ist das erste Vorhaben der neuen Legislaturperiode, das sicher kommt. Egal wer regiert, wenn die FDP dem nächsten Landtag angehört, wird es sicher eine solche Enquete-Kommission geben. Der Unterschied zu anderen Vorschlägen, die jetzt diskutiert werden, das ist verbindlich, können sich darauf einstellen, im Juni gibt es das. Und unser Ziel ist, dass Regierung und Opposition, egal wer sie stellen, gemeinsam über die Sicherheitsarchitektur nachdenken. Wir wollen keine Regierungskommission, die hinter verschlossenen Türen das aufschreibt, was die Regierung will und im Zweifel schon in einem Koalitionsvertrag bestätigt hat, sondern wir wollen sehr offen, damit es eine breite Legitimität gibt und das Vertrauen der Öffentlichkeit auch durch öffentliche Sitzungen wiederhergestellt wird, auch mit unabhängigen Experten den Sicherheitsapparat in Nordrhein-Westfalen, die Sicherheitsarchitektur prüfen, modernisieren und all das, was erarbeitet worden ist, was vielleicht auch dem Bund nicht gefallen wird. Dort regiert ja noch ein CDU-Innenminister, das soll da auf den Tisch kommen. Also können Sie schon in Ihren Kalendern einen Eintrag machen, das kommt in jedem Fall.